Kapitel 3: Der Doktor hat viel zu tun. Tag für Tag kamen zum Dr. Eyebolet kranke Tiere. Füchse, Kaninchen, Seehunde, Esel, sogar kleine Kamele. Die einen hatten Bauchweh, andere Zahnschmerzen. Und jedes bekam vom Doktor eine Arznei, von der es sofort gesund wurde. Eines Tages erschien ein Zicklein, das sein Bändchen verloren hatte, und der Doktor nähte ihm ein neues an. Dann trottete aus dem fernen Wald eine Bärin herbei, der die Tränen nur so herunterkollerten. Sie stöhnte und jammerte, denn aus ihrer Pranke ragte ein großer Dorn raus. Der Doktor entfernte ihn, wusch die Wunde aus und betupfte sie mit Wundersalbe. Sofort hatte die Bärin keine Schmerzen mehr. Tschakka, rief sie und eilte fröhlich in ihre Höhle zu den kleinen Teddybären. Später kam ein kranker Hase angehoppelt, den die Hunde beinahe zerrissen hatten. Ein großer Hammel hatte sich sehr erkältet und hustete fürchterlich. Zwei Hühnchen brachten einen Truthahn an, der sich mit Pilzen vergiftet hatte. Und jedem gab der Doktor eine Arznei, von der es sofort gesund wurde, und jedes Tier sagte, Tschakka! Als alle kranken Tiere weggegangen waren, schien es dem Doktor plötzlich, als raschle etwas vor der Tür. »Kommen Sie doch herein«, rief er. »Sieh, ein kleines Wesen, ein tief betrübtes Vaterchen, kam herein. Kerzenlicht hat mein Flügelein verbrannt. Hilf mir, guter Doktor Eyebolet. Wie es schmerzt, mein Flügelein, o jemine!« Dem Doktor tat der kleine Nachtwalter leid. Er nahm ihn auf den Handteller und betrachtete das verbrannte Flügelchen ganz genau. Dann lächelte er und sagte, »Kopf hoch, kleiner Falter, du! Hilfe finden wir im Nu! Kriegst ein neues Flügelein, blau mit Rot, aus Seide fein!« Dann ging er ins Nebenzimmer und brachte ein ganzes Packen bunter Läppchen aus, samt Atlas, Batist und Seide heran. Hellblaue, hellgrüne, ja sogar schwarze. Lange kramte der Doktor in ihnen herum. Endlich fand er ein leuchtend blaues Läppchen mit dunkelroten Tupfen. Aus ihm schnitt er ein hübsches Flügelchen hinzu, das er dem Falter annähte. War der kleine Falter froh, nichts mehr tat ihm weh, Ivo. Flog er heil davon im Wald und auf, mit dem neuen Flügelein, rot und blau. Unser Doktor rief ihm nach, haste nicht und flieg gemach. Nutzt die schöne Sommernacht, doch bei Kerzenlicht gibt Acht. So hat der Doktor bis zum späten Abend mit seinen Kranken zu tun. Als es schon ganz dunkel war, legte er sich endlich aufs Sofa und schlief ein. Im Traum sah er Eisbären, Rentiere und Robben. Plötzlich klopfte es wieder an der Tür.